Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Forest. In der letzten Nacht hat man uns ein paar Geschenke dagelassen. Vor allem können wir uns die nicht mal wirklich angucken, weil natürlich dort die Haie sind. Und sobald wir ins Wasser gehen, ihr wisst ja, die wollen mit uns spielen. Dort seht ihr jetzt gerade ein Geschenk aus der Nacht. Dort noch das Feuer aus, da noch ein brennendes Feuer aus der Nacht, so sagen wir das jetzt mal. Und da rechts im Bildschirm, da seht ihr neben dem Stein so komische Sachen. Das sind auch noch Effigies, die Eingeborene hingestellt haben. Die haben hier eine wirklich fette, wie soll man sagen, Wasserparty ge gehabt und ja. Ich glaube, die Viecher werden immer aggressiver. Und das zu unserem Nachteil, selbstverständlich. Was denn auch sonst? Und ja, so in der letzten Folge waren wir auch in einer Höhle. So, wir trinken vorher noch was, bevor wir hier. So. Und ganz ehrlich, ich frage mich, wie die alle. Ich meine, warum tun die das? Warum bauen die ins Wasser eine Effigie? Und aus welcher Richtung sind die gekommen? Sind die irgendwo aus dem Wasser rübergelaufen oder sind die wirklich von dort irgendwie gekommen und dann hier rübergelaufen? Und Fragen über Fragen. Und mir gefällt es nicht, ganz ehrlich. Habe ich keinen Bock drauf. Das ist, alter Falter. Schon heftig. Weil wenn die uns jetzt auch im Wasser hinterherkommen können, können wir uns sicher sein, wir sind nirgendwo mehr sicher. Also nirgendwo, nirgendwo, nirgendwo. Und ganz ehrlich, das ist richtig unsexy. Das ist richtig ungeil. Das ist absolut gefährlich. Realistisch, aber gefährlich. Vorher hatte man ja im Wasser wenigstens so ein bisschen Sicherheit. Aber was fällt euch ein? Was fällt euch ein? Ich wollte doch nur ein paar Kisten aufmachen. Alter. Ihr spinnt doch wohl vollkommen jetzt, oder was? Erst du, der da hinten steht. Oh, verdammt. Dann denkst du, hä? Warum kommen die Pfeile da nicht mehr an? Was? Was soll das denn? Okay, so. Fängt ja richtig geil an. Erst die Nacht, nee, erst die Höhle, dann die Nacht und jetzt auch noch hier am Strand. Na, Halli Julia. So, wir versuchen es weiter. Es ist schön, dass hier mal so ein bisschen Bewegung reinkommt ins Spiel. Oder auch im Let's Play, aber ganz ehrlich, dafür ist mein Herz nicht gemacht. Und meine Nerven übrigens auch nicht. Das ist, alles ein bisschen viel. Runter. Und ich hoffe, die kommen auch so schnell nicht wieder. Ich glaube, ich habe mich gehört, da steht noch einer, oder? Ich glaube, da steht noch einer.
nicht zu blöd, um den zu treffen, oder existiert er gar nicht in Wirklichkeit? Der hätte etwas abkriegen müssen. Ja, das macht schon leicht Panik. Ich, nö, ohne mich, wenn der so buggy ist, dann, nö. Nö, nö. Wir nehmen die anderen Kisten da hinten. Oh Gott, das ist doch alles nicht deren Ernst. Darf doch nicht wahr sein. Was fällt ihnen überhaupt ein, dass das... Das können die doch nicht machen. Oh ja. So, dann wollen wir mal hier gucken. Das war hier ein bisschen was hinkriegen. Okay, den können wir nicht mehr mitnehmen. Ach, und Stickies müssen wir auch wieder sammeln. Haben wir ja auch bei der Höhentür alle so ein bisschen mit verschwendet. Aber mal ganz ehrlich, das kann doch nicht sein. So viele Ureinwohner hier jetzt auf einmal. Vorher waren es nur die Kannibalen. Ich habe in letzter Zeit keine Kannibalen gesehen, sondern nur Ureinwohner. Dieses komische Mutantending und. Noch mehr Ureinwohner. Das gibt's doch nicht. Ich wette, der ist immer noch da. Nee, da ist er nicht mehr im Boden versunken. Oh, da täuscht das. Ganz ehrlich, Leute, das kriegt man doch. Also ich meine, da ist doch... Verdammt, und was machen wir jetzt? Die Höhlen sind viel zu dunkel, um dort reinzugehen. Hier oben geht uns langsam der Arsch auf Glatteis, auf gut Deutsch. Und die Ureinwohner, die werden immer dreister und gefährlicher. Deswegen rennen wir jetzt nach Hause. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, schnell hier wieder rein, ey. Das ist doch... Und auf zur nächsten... Ich meine, zur nächsten Etage. Willst du mich bitte? Danke. So, und jetzt hier. Sieht man die Fidschis vielleicht noch besser. Zwei... Drei im Wasser. Okay. Ich würde natürlich alle freuen, dass die Stelle da hinten dann wahrscheinlich auch nicht mehr sicher ist. Weil die ja jetzt über Wasser laufen können. Oder besser gesagt im Wasser laufen können. Wo wir schon lange nicht mehr stehen können, machen die keinen Halt. Ja, es ist auf jeden Fall bescheiden. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist allerdings, was sollen wir jetzt noch tun? Haben wir da eine Fidschi hingestellt? Ne, ist ein Baumstamm, ne? Ich glaube ja. Haben wir hier... Haben wir, glaube ich, nicht. Bin mir nicht gerade sicher, ob ich die gerade gehört habe oder nicht, oder ob es ein Geräusch von draußen war, in der Realität natürlich. Warte mal, stehen hier übrigens noch mehr Fidschis irgendwo rum? Oder stehen die wirklich nur da? Gut, Ja, ist ja alles richtig super gelaufen hier in der Folge. Ach verdammt, ey, das darf doch nicht wahr sein. So, hier ist natürlich jetzt auch gerade nichts. Ich frage mich nur, wie sicher die Wände hier sind.
Beziehungsweise die Türen. Ich weiß es nicht. Ich will nur hoffen, dass wir hier trotzdem sicher sind irgendwie. Nicht, dass wir irgendwann des Nachts aufwachen, dieses eingeborenen Geräusch haben und die dann mitten in der Wohnung stehen auch. Dann hätten wir ein richtiges Problem. Also sollten wir uns vielleicht nochmal überlegen, ob wir uns hier nicht unten noch Wände reinziehen. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich aber nicht. Das ist... Gut, bis jetzt waren die nur im Wasser. Jetzt muss ich mal überlegen. Also bis... Das ist natürlich doof, ne? Bis jetzt waren sie nur im Wasser. Ich weiß auch nicht, ob das was bringt, wenn wir da so einen Zaun machen, rummachen, dass die dann wenigstens frontal nicht ins Wasser kommen. Aber andernfalls weiß ich auch nicht, ob das so sinnvoll wäre. Ja, gut, jetzt müssen wir natürlich Überlegungen anstellen. Wir müssen uns hier irgendwie was Sicheres bauen, weil es ist doof, wenn die durch Wasser laufen können. Ich weiß echt nicht, ob die hier abends durch Wasser marschieren oder ob die vom Festland ins Wasser reingehen. Das ist. Und warum sieht es von hier oben so aus, als wenn die Haie sich vermehrt hier in unsere Richtung machen? Reagieren die vielleicht auf die Fidschis? Ich weiß es nicht. So, Fakt ist aber auch, Ureinwohner und Kannibalen kommen vermehrt des Nachts. So, okay, am Fidschi scheint es nicht zu liegen. Oder? Nee. Die attackieren die Teile nicht. So. Jetzt ist nur die Frage, was zum Teufel machen wir hier? Ja, das wird wieder scheinbar so eine Rumstehfolge, aber... Ach man, ich weiß es doch auch nicht. Ein Bogen bringt daher nichts, ne? Bei den Dingern. Okay, der ist jetzt unterm Haus. Ich frage mich, ob die Haie überhaupt auch in der Lage sind, sagen wir mal, die Ureinwohner zu beißen. Wartet mal, ich habe da so eine kleine Idee. Wir werden mal was ausprobieren. Wir experimentieren jetzt mal mit etwas, was ich schon lange machen wollte. So, und jetzt haben wir das. Und was fehlt denn noch? Wir haben das, wir haben... Ach, hier so eine Uhr, ne? Was, da fehlt noch was? Wir haben jetzt so eine Karte. Wir haben Alkohol. Wir haben Münzen. Wir haben eine Uhr. Das war's nicht. Das auch nicht. Sowas? Nee. Hä, was fehlt uns denn jetzt noch? Harz? Nein. Hä? Hilfe? Wir... Okay, wir machen nochmal alles weg. So. Hauen wir ab hier. So. 1, 2, 3, 4. So. Dahin. Also zack, zack und zack. Okay. Dann zack, zack, zack und zack. Okay, so. Jetzt haben wir das. Hä? Was ist denn hier jetzt? Warum sind die Fidschis auf einmal weg? Hä?
wollt ihr mich? Hä? Also, was, warum? Habe ich jetzt irgendwas nicht mitbekommen? Haben die Haie das jetzt doch zerfetzt oder? Oh, wir sollten mal was essen. Also, verdammt. Ja, komm mal Axt. So, jetzt mach mal voll voll. So, wir nehmen jetzt mal so einen Fisch und C. Kriegen wir natürlich, ne? Oder? Keine Ahnung. Warum sind die Fidschis auf einmal weg? Das verstehe ich gerade nicht. Die waren doch da auch, ja? Oder habe ich mir das in der letzten Folge einschließlich dieser Anfang am Anfang eingebildet? Also, ich kapiere hier gar nichts mehr. Jetzt hol da den Fisch raus, Mann. So, haben wir das. Trinken, trinken, trinken kann auch hier oben. Wir müssen nicht unnütz runter. Ich bleib lieber da, wo wir sicher sind. So. Erstmal beobachten, was hier so jetzt sich in dieser Umgebung alles so rumtut und was so passiert. So, da sind auf jeden Fall wieder Freunde. Aber diesmal sind es Kannibalen, keine Ureinwohner. Und ja, es sollte aber kein Problem sein. Schnappen wir uns trotzdem. Die lassen wir hier auch nicht entkommen. Ganz einfach, so machen wir es. Also wenn, vorausgesetzt natürlich, dass ich ziehen kann. Innerhalb der Zeit, wo das Ding noch da ist. Okay. Diesmal hat es geklappt. So. Die sind wir los. Aber sicher sind wir ja trotzdem noch nicht. Schnell die Axt. So, wir haben jetzt schon den Feuer angezündet, ausgesehen. Das war schlecht. So, und jetzt, wo sind meine Fidschis denn, die hier waren? Ich glaube, es war ein Fehler, dort auf im Inventar was zu machen. So, wir werden jetzt hier erstmal. Gehen mal schlafen. Passt auf. Dann beobachten wir mal die Nacht. Okay, da drüben am Strand. Und kommt er nun hier in die Richtung gelaufen oder nicht? Täuscht das oder? Ich glaube, da drüben ist auch noch mal einer. Oder ist das dasselbe, gell? Nee, ich glaube, es sind zwei hier ganz unmittelbar in der Nähe. Okay, wir werden uns mal ein bisschen Licht machen. So, und dann wollen wir mal gucken, was hier so ein bisschen vor sich geht. So, einer dort lang. Okay, hier vorne ist soweit eigentlich nichts. Und dann gucken wir noch mal da lang. Okay, ohne großen Erfolg, aber was soll's. Okay, langsam wird's hell. Also, im Dunkeln natürlich hell. Warte mal, war gerade da hinten auf der anderen Insel Licht oder hat das nur getäuscht? Okay, da ist auf jeden Fall irgendwas, aber. Ich weiß nicht recht, ob sich das bewegt. Oh je, oh je, oh je, oh je. So, ich wüsste mal gerne. Okay,
Okay, wisst ihr was? Wir gehen noch mal schlafen. Mal gucken. Und Z. Okay, wir können durchschlafen. Naja, gut. Demnach können hier auch im Wasser diesmal keine Fidschis sein. Jetzt lass mich doch mal da hoch. So, danke. Und die sind auch nicht wieder zurück, also die sind immer noch da. Ich finde das alles sehr komisch und bedenklich. Aber nun gut. Dann, na, kriege ich schon runter. Werde ich nochmal speichern. Und die Folge hier beenden und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.